Moin moin Leute, willkommen zurück zu Minecraft und wir sind hier immer noch bei unserer Weizenfarm. Und ja, es fängt mal wieder an mit einer neuen Aufnahme. Heute haben wir mal ausnahmsweise hier gestartet. Sonst starten wir ja immer da unten in unserem Eck, jetzt aber mal hier oben. So, ich glaube die Weizenfarm ist schon so gut wie fertig. Ich muss jetzt nur mal gucken, wie viele Etagen haben wir denn jetzt. Kann ich da wieder drunter ins Wasser? Ich glaube das halt nicht ganz aus. Ah doch, hat gepasst. Also wir haben jetzt 1, 2, 3 Etagen. Das passt auch, denn ich wollte eigentlich 4 bauen. So, wir haben keine Leitern mehr. Brauchen aber noch ein paar, von daher machen wir das mal eben. So, die Weizenfarm ist dann auch schon fast fertig, alles klar. Unser Haus sieht eigentlich auch ganz nett aus. Gut, hier müssen wir natürlich noch irgendwie so ein bisschen Abwechslung reinbringen. Wie wir das so machen, wissen wir noch nicht ganz genau. Mal gucken. Ich habe schon so eine kleine Idee. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt erstmal ein paar, ja, was brauchen wir denn? Ein paar Leitern, genau. Jetzt habe ich das Wort gefunden. Mein Gott, was ist denn los? Irgendwas voll kaputt im Kopf. Wie viel brauchen wir denn? Eigentlich ja nicht mehr so viel, ne? Aber, boah, Leitern kann man nicht nie so viel, zu viel haben, denke ich mal. Von daher machen wir einfach mal ein paar. So, das reicht aber auch schon. Und dann bräuchten wir vielleicht Glas haben wir noch dabei. Bisschen Stein, da sollten wir jetzt auf jeden Fall genug haben. So. Wir haben ja in der letzten Folge wirklich sehr viel Stein gesammelt. Ach, jetzt habe ich schon fast vergessen. wo ist denn die Kiste? Da. Dreck. Oh mein Gott, haben wir da viel? Wusste ich mal nicht. 64, ja, das reicht. Stücher haben wir auch noch dabei. In einmal Wasser auch. Okay, passt alles. Ah, ja, ja. Das Glück ist nicht auf meiner Seite. Ich merke schon. Der kleine Verräter. Ja doch, das hat schon irgendwie Stil. Da kann man viel draus machen. Auf jeden Fall, jetzt müssen wir erstmal pennen gehen. So, gehen wir mal hier hoch, gucken, wann wir schlafen können. Hier hat man echt eine schöne Aussicht. So, jetzt sollte aber eigentlich schon klappen. Gehen wir mal versuchen. Pennen. Jawohl, klappt. Sehr schön. Also, was wir heute in der heutigen Aufnahme machen, wenn sich das jetzt einige schon fragen, ist die Weizenfarm auf jeden Fall bauen. Ja, ja, die gute Weizenfarm. Die wird heute auf jeden Fall fertig gebaut, denke ich mal. Und ansonsten, ja, dekorieren wir sie vielleicht noch ein bisschen, damit das einigermaßen akzeptabel aussieht. Und ich denke mal, dann war es das auch schon. So, wir fangen am besten, würde ich mal sagen, hier oben mit der Decke an. Wobei, ich habe eine bessere Idee. Das habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Mein Gott. Ich habe extra versucht, alles mitzunehmen, aber dann habe ich es doch vergessen. So, der kann jetzt aber weg. Denn hier soll so eine Umrandung dran kommen. Und da ist ja dann quasi die Decke für den Innenraum. Genau. Ich denke mal, das sieht ein bisschen besser aus. Von außen halt. Bisschen mehr Abwechslung und so. So, Schritt 1 abgeschlossen. Ich würde mal sagen, jetzt machen wir ein bisschen die Erde hin. Und zwar kommt die ja hier hin. Genau. Und zwar 7 lang dann, beziehungsweise 8. Nee. 7 und hier unten. Genau, hier ist der Ablauf. Alles klar. Das war jetzt natürlich falsch. Eine Schaufel habe ich immer noch keine. Ich glaube, ich habe schon voll viele Folgen lang keine Schaufel mehr. Na gut, was will man machen, wenn man keine Schaufel hat, hat man halt keine. So, Erde wieder raus und, mein Gott, bauen wir weiter. So, das sollte ja jetzt eigentlich recht fix gehen. Ja. Das geht auch recht fix. So, mal eben nachzählen, ob wir auch wirklich 7 sehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich meine, man kann sich ja immer verzählen. Ist ja nichts Schlimmes. Kommt vor. Also, hier kommt jetzt nochmal die Mauer hoch, hier hoch, so. Hier können wir halt nicht voll machen, denke ich mal. Und so irgendwie so, genau, und da müsste man auch so machen können. Ja, da war knapp. ach so, ja stimmt, hier muss ja auch nochmal eine Steinschicht hin. So. Hier vorne kommen dann jetzt die Fenster hin, das heißt, hier können wir halt nicht auch so ein bisschen hochbauen. Haben wir schon mal auf zwei Seiten dasselbe gebaut. Ich glaube, wir brauchen aber noch ein bisschen mehr Stein als erwartet.
So, was hier dann für eine. Ja, was hier dann so reinkommt, weiß ich jetzt noch gar nicht. Also, als Decke. Achso, wir brauchen ja wieder den Closed, das heißt dieselbe Decke wie in den unteren Etagen auch. So, brauchen wir mal alles hier gleich hoch, wie wir es brauchen. So. Hier kann man das selber nicht auch schon bauen. Hoppla, der war zu viel. Stein bitte sehr. So. Genau. So, jetzt können wir schon anfangen, Wasser reinzufüllen. Ich denke mal, das wäre keine schlechte Idee. Machen wir das eben. Wasser rein und dann runter, Wasser holen. Okay, ist wieder alles schön. Da müssen wir kein Wasser wieder nachfüllen. Wir können mal eben ein Stück Brot essen. Und ich denke mal, wenn die Weizenfarm hier fertig ist, müssen wir uns nie mehr Sorgen über Nahrung machen oder so. Also das sollte auf jeden Fall mehr als genug, ja, vorhanden sein. So, das hier, die Etage genau, das war auch diese. So, Wasser rein, Wasser rein, Wasser rein. Gerade, ja, ist es. So, dann füllen wir jetzt auch auf der anderen Seite genauso gut auf und dann soll das eigentlich passen. Hoppla. So. Ich habe übrigens immer noch keine neue Maus gekauft, das hat auf einmal wieder funktioniert. Da habe ich das sein lassen, weil ich eigentlich mit der Maus ansonsten recht zufrieden bin. Weil das ist auch noch eine Frage, die ich von einigen gefragt bekomme. Was hast du denn jetzt für eine neue Maus geholt? Ja, gar keine. So, muss ich jetzt auf jeden Fall wieder so hin. Ist das richtig? Ja, doch ist es. Hier auch. Einige haben ja auch geschrieben, die Weizenfarm würde so nicht funktionieren. Das funzt schon, Leute, das funzt schon. Gott, ich flammiere mich gerade richtig. Wenn das jetzt nicht funzt, dann haben wir ein kleines Problem. Aber sollte ja nicht klappen. So, nur mal nachzählen, das waren ja 7, ne? 1, 3, 4, 5, 6, 7, ja. Okay, das heißt, da muss hier jetzt wieder das hin. So. Ich weiß, das ist nicht gerade die schönste Lösung, das haben viele andere YouTuber nicht, aber ich habe es halt nicht anders hingekriegt, da muss es halt so sein. So, dann gucken wir mal eben, was wir hier machen müssen. Oh, Hilfe. Da fällt mir aber gerade noch ein, da können wir was anderes gucken, und zwar... Ich glaube, schon haben wir was vergessen auf den anderen Etagen. Außer auf der ersten. Ach, haben wir hier kein Wasser mehr drin? Ach, da sollte doch eigentlich Wasser drin sein, oder? Also. Ach, egal. Ne, da ist tatsächlich kein Wasser drin. Ja, komm, dann seien wir gerade so gut und machen wir das. Weil, nee, warte, ich lasse es so. Weil, klappt ja, wenn was klappt, sollte man das nicht mehr ändern. Kennt man ja bereits. So, ich glaube, auf der Etage hier oben haben wir dann aber schon anders gemacht, ne? Genau, hier muss übrigens noch das rein. Ja, komm, dann machen wir es jetzt auf jeder Etage gleich. Machen wir das hier auch noch weg. Und Stein dafür hin. So. Genau. Passt dann irgendwie besser. Dann müssen wir das jetzt, glaube ich, auf der Etage auch nochmal machen. Genau. Aber ich vergesse da immer, dass das jetzt mit der Dings geht, weil ich habe Minecraft echt eine lange Zeit nicht gespielt. Und jetzt ist irgendwie ein paar Sachen, also das ist jetzt zum Beispiel etwas, was anders ist. Liegt auch vielleicht daran, dass ich Minecraft eine längere Zeit auf der Konsole gespielt habe, wo man ja sagen muss, die Xbox-Version von Minecraft, ich weiß nicht mehr, ob es die jetzt mittlerweile auch für die PS3 gibt, ist echt für den Arsch. Da kann man ja echt nichts mit anfangen. So. Ich glaube, da kommt jetzt so hin und... Das wäre dann so irgendwie. Mal eben gucken, ob das richtig ist. Sollte aber richtig sein. Ach, hier haben wir es noch. Ja, doch, ist richtig. Passt schon. So. Guck mal, ob wir das auf den unteren Etagen jetzt so von uns aus gemacht haben schon. Ne, haben wir auf jeder Etage vergessen, außer auf der ersten. Also seht ihr mal, was man noch alles vergisst unterwegs. So, ich glaube, die erste sollte aber sein. Gucken wir mal nochmal zur Sicherheit nach. Ja, doch, passt. Schön, schön. Okay, dann gehen wir wieder hoch. Ich muss mal eben noch mal quasi gucken hier. Ja, genau, auf der anderen Seite haben wir es natürlich auch vergessen. Heilige Scheiße. So, und jetzt haben wir doch keine Slabs mehr, ne? ja, dann haben wir das auf jeder Etage wieder vergessen. Mein Gott, ey. Und wieder geht's runter. Und, ja, wir müssen immer wieder korrigieren. Machen hier aber auch echt viel Scheiße.
So, und jetzt haben wir auch keine mehr. Also gehen wir jetzt wieder ins Haus. Da können wir auch gleich das andere noch mitnehmen. Was ist das helle Holz? Wenn wir davon überhaupt noch was haben, bin ich mir gerade gar nicht so sicher. Gucken wir mal eben nach. Rein. Was brauchen wir denn jetzt? Genau, Holz. Haben wir nicht mehr. Dann müssen wir ein bisschen farmen gehen. Haben wir jetzt wirklich nur noch diesen einen Baum? Wollt ihr mich trollen? Na egal, für das, was wir vorhaben, reicht halt nicht, aber. So, ein paar Saplings, die können wir eh mal pflanzen gehen. So. Passt schon. Und, ja, verarbeiten wir das bisschen, was wir jetzt gerade gesammelt haben, mal. So. 16 immerhin. Ich glaube, das reicht aber trotzdem nicht. Und dann brauchen wir ein bisschen. Genau, Treppchen. Treppchen, Slapchen. Und zwar gehen die ja so, wenn ich mich recht entsinne, genau.